Hallo zu einem neuen Video, und zwar habe ich heute mal wieder ein Food-Video für euch. Dieses Mal kein Food-Diary, aber es geht wieder ums Essen. Diese Videos kommen unheimlich gut bei euch an, wie ich gemerkt habe, und ich bekomme dazu auch echt viele Fragen, und darum habe ich mir gedacht, ich zeige euch einfach mal so den Einkauf einer Woche, also wie ich so einkaufe und wie ich das so handhabe. Ich muss sagen, ich gehe entweder am Samstag einkaufen oder am Montag gleich in der Früh, je nachdem, wie es sich halt zeitlich ausgeht. Ab und zu bestelle ich auch online, weil ich muss sagen, man spart sich doch sehr viel Zeit. Ich habe dieses Mal wieder bei Merkur bestellt, und ich muss sagen, wenn ich so Tage habe, an denen ich sehr viel zu tun habe, viel unterwegs bin oder einfach konzentriert arbeiten möchte, bestelle ich einfach online, weil da muss ich mich um nichts kümmern. Ich gebe online alles ein. Man kann ganz normal, wie halt würde man einkaufen gehen, und macht man es halt online. Ich schreibe mir normal meine Einkaufsliste und bestelle dann alles, und es wird mir dann in dem Zeitfenster, das ich angebe, auch geliefert, was echt praktisch ist, weil da muss ich nicht erst runterlaufen und alles suchen und so weiter. Also man spart sich echt viel Zeit, muss ich schon zugeben. Ich achte dann immer darauf, dass ich in den Zeiten bestelle, wo es zum Beispiel irgendwelche Codes gibt, wo man sich die Lieferung spart. Oft gibt es das ja, und auf das sollte man auch achten, weil da spart man sich, glaube ich, gleich 5 Euro, was ganz praktisch ist. Und ja, wie gehe ich vor? Also ich setze mich meistens am Freitag am Abend oder am Sonntag, je nachdem, wann ich einkaufen gehe, setze ich mich halt hin und überlege mir, was möchte ich in der kommenden Woche kochen, wie viel Zeit habe ich, wie viel bin ich unterwegs und auf was habe ich Lust. Meistens verbringe ich dann auch noch ein bisschen Zeit auf Pinterest oder schaue mir auch Rezepte von mir durch, auf was ich halt so Lust habe, und dann schreibe ich eine Einkaufsliste. Das sieht dann so aus, ich blende euch das gerne ein, das sind halt oben die Zutaten, und unten schreibe ich so ein bisschen die Rezepte hin und wann ich zu Hause bin. Ich kaufe meistens so für 5 Tage ein, also von Montag bis Freitag, weil es ist oft so, dass ich dann unter der Woche mal essen bin oder keine Zeit habe zum Kochen und dann vielleicht doch lieber mir schnell nur was kaufe, und dann bleibt halt was über, und dann habe ich für Freitag und für Samstag und Sonntag auch was. Und wie gesagt, oft ist man dann halt am Wochenende doch vielleicht mal außer Haus essen, und so bleibt nichts über. Und ja, wie gesagt, habe ich bei Merkur bestellt. Ich habe um 70 Euro, glaube ich, bestellt circa. Also das, was ich euch jetzt zeige, hat 70 Euro ausgemacht. Es hat eigentlich alles super funktioniert. Ich habe am Sonntag am Abend bestellt, gegen 23 Uhr, und habe angegeben, dass die Lieferung zwischen 15 und 17 Uhr kommen soll. Sie war um 16.30 Uhr, glaube ich, hier. Hat alles gepasst. Ich habe bezahlt, habe meine Sachen bekommen. Ich habe es auch jetzt im Nachhinein kontrolliert. Es war alles da. Schaut alles gut aus. Und ja, ich würde sagen, ich werde mal den Tobi kurz runterschicken und euch mal meinen Einkauf zeigen. So, wo fangen wir an? So, also die Produkte kommen alle in so Papiersackerl oder Tüten, wie man in Deutschland so schön sagt. Aber was ich ganz cool finde, dass halt nicht alles in irgendwie Plastiksackerl oder so kommt. Das Einzige, was in einem Plastiksackerl kommt, sind die Sachen, die in den Kühlschrank kommen. Natürlich, weil wenn was nass ist, reißt das Papiersackerl, und das wäre nicht so praktisch. Und ich würde sagen, ich zeige euch auch gleich mal die Sachen, die hier drinnen sind. Was ich eigentlich immer kaufe bzw. bestelle, sind Beeren. Ich habe hier mal Himbeeren bestellt und Brombeeren. Dann habe ich noch steirische Ribiseln. Ich liebe Ribiseln, und ich werfe mir das dann alles entweder in eine Smoothie Bowl oder in einen Joghurt, wo wir auch schon beim nächsten Produkt sind. Ich muss sagen, ich vertrage Milchprodukte leider nicht so gut, weshalb ich auch versuche, die momentan etwas wegzulassen. Es liegt bei mir aber nicht an der Laktose, sondern ich glaube, es ist das Fett. Und darum greife ich halt immer zu den fettarmen Produkten. Ich mag die Immergut-Produkte von Merkur eigentlich voll gern, weil sie gut schmecken und nicht so teuer sind. Dann habe ich noch Heidelbeeren, natürlich auch fürs Frühstück. Die sind auch aus der Steiermark, also auch aus Österreich. Und dann habe ich noch Erdbeeren, die schauen auch sehr gut aus und riechen gut. Das sind die einzigen, die aus Deutschland kommen. Ja.
Dann habe ich noch ein letztes Produkt für den Kühlschrank, und zwar ist das Hummus. Und zwar ist das der Curry-Hummus von Ja Natürlich. Den habe ich vor ziemlich langer Zeit mal bei der Anna-Laura Kummer entdeckt, und der ist wirklich unglaublich gut und ich liebe den. Also solltet ihr irgendwie die Möglichkeit haben, den mal zu testen, tut es, weil der schmeckt richtig, richtig gut. Dann geht's weiter zu den Sackerl. Und zwar habe ich mal gekauft einen Sack Kartoffeln. Und zwar nehme ich da ganz gerne diese, Tobi, nein, du kannst jetzt nicht drauf, diese Wunderlinge. Und zwar sind Wunderlinge Produkte, die nicht die normale oder die übliche Form haben. Und deshalb, manchmal sind es zum Beispiel, ich habe auch, ich zeige euch das hier, Karotten, die besonders groß sind oder ein bisschen, oder gebrochen sind oder verformt sind, und die halt nicht zum im normalen Sack verkauft werden, sagen wir es mal so. Und die heißen halt Wunderlinge, und die kriegt man, sind von der Qualität her genau dasselbe, bekommt man aber etwas günstiger. Und da habe ich, wie gesagt, einen Sack Kartoffeln genommen. Und ja, wie gesagt, dann habe ich mir noch Karotten genommen, auch Wunderlinge, und die esse ich unheimlich gerne mit diesem Hummus, also so als Snack zwischendurch oder mal als Abendessen, wenn ich keine Zeit habe. Einfach diesen Curry-Hummus mit ein paar Karotten, das ist wirklich, wirklich lecker. Dann habe ich natürlich Avocados gekauft. Es gibt keine Woche, wo es keine Avocados in meinem Kühlschrank gibt, also meistens kaufe ich da auch noch welche nach. Ich nehme da gerne die Essreifen, weil man die meistens halt gleich essen kann und man nicht erst warten muss, bis sie weich sind. Dann habe ich noch eine Grapefruit. Ich liebe Grapefruit in der Früh. Schaut da auch mal in meinen Food Diaries vorbei, da werdet ihr das sehen. Ich schneide die dann einfach auf. Entweder löffel ich sie so oder ich gebe sie kurz ins Rohr. Und ich sage es euch, warme Grapefruit schmeckt unheimlich gut. Ich hatte mal wieder Lust auf eine Grapefruit, weil ich schon sehr lange keine mehr gehabt habe, und ja, darum habe ich mir eine bestellt. Dann habe ich natürlich noch Zitronen, weil ich muss gestehen, ich verwende eigentlich kaum Essig jetzt beim, wenn ich einen Salat zum Beispiel mache, ich verwende stattdessen Zitronen. Das hat aber jetzt gar keinen gesundheitlichen Grund, sondern mir schmeckt Salatdressing mit Zitronen einfach besser. Mein Freund schimpft zwar, obwohl er Zitronen liebt, hätte er den Salat lieber mit Essig, aber so ist das. Und ich trinke auch mein Wasser ganz oft und sehr gerne mit Zitronen. Und deshalb habe ich auch eigentlich immer Zitronen zu Hause. Ich muss aber gestehen, dass fünf, ja, meistens für eine Woche nicht reifen und ich dann oft nachkaufe oder eben ab und zu auch gleich zwei solche Netze kaufe. Gut, dann habe ich noch eine Gurke. Ja, Gurken habe ich auch immer zu Hause, aber entweder schmeiße ich sie in den Salat oder ich mache halt einen griechischen Salat oder ich schmeiße sie einfach in so eine Bowl, je nachdem. Für diese Woche habe ich, glaube ich, einen griechischen Salat mal wieder geplant, weil ich den unheimlich gerne esse. Und ja, so machen wir weiter. Im nächsten Sackerl sind auch ganz viele Gemüsesachen drinnen. Und zwar einmal Brokkoli. Ich liebe Brokkoli und momentan mache ich mir unheimlich gerne so Bowls mit Linsen, Quinoa, was auch immer, und Brokkoli. Und ja, das habe ich auch wieder diese Woche geplant. Dann habe ich Zucchini gekauft. Ja, damit werde ich wahrscheinlich diese Zoodles machen, also Zucchini-Nudeln. Dann habe ich Ingwer gekauft. Ich möchte nämlich wieder was Curry-mäßiges machen, und außerdem gebe ich mir ganz gerne Ingwer ins Wasser oder in den Tee. Dann habe ich Tomaten gekauft, logischerweise für den griechischen Salat. Boah, die sind ganz schön schwer, muss ich sagen. Ich habe übrigens noch ein Produkt entdeckt, was in den Kühlschrank muss, und zwar ist das der Feta für den griechischen Salat. Ich nehme da am liebsten den von Ja Natürlich, weil ich finde einfach, das ist der beste, und Ja Natürlich ist auch eine Marke, der ich da vertraue und die ich gerne mag. Ja, dann habe ich wieder ein Brot gekauft, und zwar ist das von dieser Weizenfreilinie. Achtung, die sind nicht für Leute geeignet, die eine Glutenintoleranz haben. Aber ich mag das einfach gerne, weil ich nicht so ein Weizenfan bin. Und zwar ist es ein Haferbrot, und ich muss sagen, es schmeckt auch wirklich gut. Dann habe ich geschälte Tomaten gekauft. Das sind so Dinge, die ich eigentlich immer wieder kaufe,
falls ich spontan mal eine Idee habe und sowas brauche. Und ich finde, geschälte Tomaten verwendet man eigentlich sehr oft. Und ja, deshalb geschälte Tomaten aus der Dose. Ich muss auch gestehen, ich nehme sie in der Dose, weil ich ziemlich faul bin und das Tomaten selber schälen und so weiter ist mühsam und mit denen geht es sehr schnell. Dann habe ich Oliven gekauft. Ich liebe, liebe, liebe Oliven. Und die von ja natürlich sind die allerbesten und die müssen bei mir immer, immer, immer in den griechischen Salat rein. Und manchmal vernichte ich so ein Glas sogar an einem Tag. Dann habe ich Kichererbsen gekauft, weil ich, wie gesagt, ein Curry machen will. Und eventuell gibt es das Rezept dazu auch schon am Blog, wenn es was wird. Ja, die nehme ich auch von immer gut und aus der Dose, weil es, wie gesagt, einfach schneller geht, als wenn ich die noch kochen muss. Beluga-Linsen, die kaufe ich nicht jede Woche, aber die sind mir jetzt gerade eben ausgegangen, weil ich sie momentan sehr oft esse. Also in so Bowls oder so schmecken die echt gut. Und ja, die sind mir ausgegangen und darum habe ich sie jetzt nachgekauft. Und ich habe auch für die Woche wieder was damit geplant. Dann eine Kokosmilch, die habe ich fürs Curry gekauft. Dann habe ich noch ein Sugo bestellt und zwar ist das mit Basilikum. Ich mache solche Sachen zwar oft selber, aber ab und zu muss es einfach schnell gehen. Und wenn ich halt in der Woche viel zu tun habe, dann tut es auch ein fertiges Sugo und dann mache ich mir einfach Nudeln oder Sudels, also aus Zucchini, und wärme dieses fertige Sugo auf. Wie gesagt, das ist mit Tomatensauce und Basilikum. Dann habe ich wieder Haferflocken gekauft, die muss ich auch alle paar Wochen nachkaufen, weil ich ziemlich oft Overnight Oats oder Porridge esse und die sind dann sehr schnell leer. Ich nehme da immer die kleinen gehäckselten, weil sie einfach schneller weich werden. Dann, was ich auch immer eigentlich jede Woche, ja, oder jede Woche kaufe, ist die Mandelmilch von Vegavita. Ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht so ein großer Mandelmilch-Fan, aber die mag ich echt gern, weil sie wirklich gut schmeckt. Und sie schmeckt auch nicht so nussig. Tobi, gib die Schnauze aus dem Sackerl raus. Das sind meine Lebensmittel. Sie schmeckt nicht so nussig und darum mag ich sie gerne und ich mache mir meinen Matcha-Latte sehr gerne damit. Und da ich momentan einen sehr hohen Matcha-Konsum habe, reicht oft ein so ein Liter gar nicht aus. Tobi, mach jetzt Sitz. Tut mir leid, der Hund ist ein bisschen nervig. Ja, es reicht oft nicht nur ein Liter aus und man kann nie genug Mandelmilch zu Hause haben. Dann habe ich noch ein Olivenöl gekauft. Das ist mir auch ausgegangen. Das kaufe ich auch nicht jede Woche nach, aber ich mache sehr viel Salat und auch auf die Avocado und so weiter gebe ich es gerne drauf und es ist immer sehr, sehr schnell leer. Und dann habe ich noch einen Haferdrink von Ja Natürlich. Mit dem mache ich immer meine Overnight Oats und mein Porridge. Da ich Milch eben nicht so gut vertrage, versuche ich eben, soweit es geht, darauf zu verzichten. Den Kaffee trinke ich immer noch gerne mit Milch, aber alles andere, ja, für alles andere habe ich schon meine Alternativen. Einmal Rucola, den gebe ich auch in jede Bowl oder den ab und zu esse ich dann noch Gnocchi und lege die Gnocchi auf den Rucola. Also Rucola habe ich eigentlich auch immer zu Hause. Mein Freund mag es nicht, ich liebe es. Ich habe in dem Fall wieder einen von Ja Natürlich genommen. Dann habe ich noch seit langem mal wieder Äpfel gekauft. Ich muss sagen, ich bin nicht immer ein Apfelfan, also ich mag Äpfel schon sehr gerne, aber ich esse sie eigentlich nur ab und zu. Ich möchte mir jetzt angewöhnen, wieder öfter Obst zu essen und nicht zu viel zu naschen, weil momentan habe ich immer wieder Mandelschnitten oder Schokolade zu Hause und anstatt zu Obst zu greifen, greife ich momentan zur Schokolade. Eigentlich esse ich nicht viel Schokolade, aber wenn es zu Hause ist, dann muss ich es auch essen. Und ja, deshalb möchte ich mir jetzt Äpfel an meinen Schreibtisch legen, damit ich was Gesundes snacke zwischendurch. Dann habe ich noch Bananen gekauft. Ja, die verwende ich für die Smoothie Bowl, die verwende ich für mein Porridge, für meine Overnight Oats und auch ab und zu trinke ich auch sehr gerne Milch, also Bananenshake, Bananenmilch. Ja, darum habe ich auch eigentlich immer Bananen zu Hause. Dann habe ich noch Zwiebel gekauft, da habe ich auch keine mehr zu Hause. Der ist halt auch gut für alle möglichen Salate, für das Curry, was ich machen möchte und natürlich auch für den griechischen Salat. Und last but not least darf natürlich auch eine Wassermelone nicht fehlen.
Ich muss sagen, ich nehme eigentlich immer diese kleine von Ja natürlich, weil es einfach reicht, weil meistens sind die anderen so riesig und ich möchte halt nicht, dass kaputt wird und darum nehme ich lieber eine kleine und mein Freund isst eigentlich nur sehr selten Wassermelone und für eine Person ist das perfekt und drum, außerdem ist sie süß und deshalb nehme ich immer die hier. Das war mein Einkauf von einer Woche. Gar nicht zu wenig, also es ist wie gesagt viel Gemüse und viel Obst, weil ich halt einfach versuche gesund zu essen. Wie gesagt, ihr könnt auch gerne auf meinem Blog vorbeischauen. Dort habe ich euch auch nochmal alle Produkte und alle Rezepte schön aufgelistet und erzähle euch auch nochmal ein bisschen was über den Onlineshop. Ich muss sagen, ich bin ein großer Fan davon, weil es einfach unheimlich praktisch ist. Ich bin oft faul, habe wenig Zeit und das ist ganz angenehm, wenn man das einfach ganz schnell online macht und es dann jemand nach Hause vor die Tür bringt. Ja. Mehr gibt es, glaube ich, an dieser Stelle auch gar nicht zu sagen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir die natürlich gerne stellen. Ich hoffe, das Video war halbwegs interessant für euch. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Tschüss!